Und zurück bei Bowser's Castle Nummer 3 oder hinter Bowser's Junior's Castle. Und wir schießen mit Bomben, mit Kugelbillies auf die Hammerbrüder. Oh cool, da war ein Leben versteckt. Oh, spuck's aus, Yoshi. Schluck es nicht, spuck es. Oh, schwing, 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 schwing das Ding durch die Gegend. Ja, das ist super. Ich brauche eine, verdammt, ich brauche einen Kugelwilli. Ich brauche einen Kugelwilli. Da, 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 da. Gib mir einen Kugelwilli, gib mir den. Ich will ihn haben, so dringend. Sie fliegen gar nicht so weit, das ist doof. Was tue ich jetzt? Reicht das überhaupt? Kann ich überhaupt dahin schießen? Das frage ich mich gerade. Nein, irgendwie nicht. Außer ich bin brutal schnell. Glaube ich. Haha. Ich glaube, das geht nicht. Aber es wäre ja blöd, ne? Hä? Bin ich jetzt voll kirre? Ich brauche da einen Kugelwilli. Ah, da geht's auch noch hin. Ah, das macht alles jetzt irgendwo Sinn. Ah, okay. Okay, okay. Da wäre auch ein Yoshi-Eisenhut nochmal. Na, also. Okay, das macht alles sehr viel Sinn. Und jetzt kommen wir auch hier weiter. Das ist doch supi. Schalter drücken und die komische Bahn. Oh mein Gott, da kommt ein Boot. Ein Schiff aus dem Loch rausgefahren. Man hat echt... Ich dachte, ich habe schon alles in diesem Spiel gesehen, aber das war ja mal sehr abgefahren. Und konnte ich essen? Nein, aber betäuben. Und die Kometenmünze ist auch unsere. Und weiter geht's. Oh, mit Mega-Geschwindigkeit. Dich brauchen wir. Dafür. Dich will ich nicht haben. Oh. Außer Flagge, komm schon. Jawohl, ja. Und dann auf zum Boss, würde ich sagen. Zum irgendwas mit Luftpressbohrer oder sowas ähnliches. Da kommt wieder Bowser Jr. in seinem Dr. Wily, Dr. Robotnik, Gedenkmobil. Und er macht den, er tanzt den Bowser Jr. Hast du nicht genug? Ich werde dich von meinem gemütlichen Kopf hinaus fertig machen. Du bist also von unseren schönen Großen hier gekommen. Dann holen dir doch, du Angeber. Ja, du hast gerade eine ziemlich große Klappe, Bowser Jr. Mal gucken, was du so auf Lager hast. Wir haben einen Yoshi und du hast einen... Oh mein Gott, einen Roboter. Und ich glaube, er wird saugen. Aber er schießt überraschenderweise mit Kugelwillis. Ich bin sicher, dass diese groß blau leuchtenden Dinger Schwachpunkte sind. Oh, wer hätte es gedacht? Aber wahrscheinlich wird er noch bösartige Dinge tun, wie zum Beispiel mich... What the fuck? Mich, ah, er wird mich wahrscheinlich noch, was soll ich sagen, aufsaugen oder sowas, weil... Wow! Damit habe ich nicht gerechnet. Und da geht Yoshi hin. I need a Ei, da ist ein Ei. Gib mir das Ei. Wow, ich habe schon über Yoshi verloren. Bleib da! Hinter ihn, hinter ihn, hinter ihn. Das ist eine gute Sache. Komm, schieß die Dinger raus. Und... Bah, jawohl. Eigentlich habe ich gedacht, ich glaube, ich habe alle blauen Flächen zerstört jetzt, oder? Anscheinend nicht, da geht anscheinend noch mehr. Wow, riesen... Also ein Banzai-Bill. Ah, die brauchen zwei Treffer. Na dann... Schauen wir mal, dass wir ihm ordentlich... einheizen. So, da werden die beiden hinüber und auf die andere Seite noch die Rückseite demolieren. Den Ring überspringen wir flugs und dann geben wir ihm kräftig. Zack. Na also, ich glaube, das war's, oder? Gibst du auf, du kleine Sau? Nein, Ohr. Ich dachte, der saugt, aber er saugt doch nicht. Der macht einfach nur so rum. Uah, ich hau einfach mal ab. Ah, ich hätte wahrscheinlich jetzt hier fröhlich mal ins Gesicht schießen können. Aber soweit habe ich nicht gedacht. Oh,
Meine Munition, ich weg. Da kommt neu angeflogen. Komm schon, zeig dein hässliches Gesicht. Na also. Oh, nee, da habe ich Yoshi verloren. Oh, Yoshi. Yoshi, mein Yoshi. Und jetzt habe ich auch keine Ultra-Mega-Münzen-Power mehr. Mit 6, sondern nur 3. 3 und ich kann nicht mal auffüllen. Oh, oh, kacke. Oh, das heißt mir ordentlich ein. Okay, Konzentration ist angesagt. Wir brauchen Kugelwillis. Ja, den hier. So. Aha, so geht das. Springen und schießen. Springen und schießen, springen und schießen, springen und schießen. Und wieder springen und schießen, springen und schießen. Oh nein, erst beim zweiten Mal muss ich springen und schießen, habe ich gemerkt. Das klappt besser. Wir riskieren es noch einmal. Den ersten Kugelwilli nehmen wir und spucken random weg. Den hier nehmen wir jetzt. So, dann springen wir über die ersten Wellen. Und beim zweiten Mal, dann können wir mal einheizen. So. Und ich hoffe mal, es reicht jetzt hier mal. Komm, mach einen Abflug. Yep, da haben wir den großen Stern Nummer 3. Sehr cool. Wie komme ich da hoch? Ah, ich muss zu dem Katapult. Das wäre natürlich hammerhart, wenn es noch runterfällt und stirbt. Das wär natürlich sehr fail. Aber nichts da, ich habe es gepackt. Der Stern ist meiner. Und wir können ab jetzt in Welt 4 zum ersten Mal mit Yoshi zusammen einen großen Stern erhalten. Und Yoshi sieht sehr fröhlich aus, deswegen. Und wenn Yoshi fröhlich ist, dann bin ich auch fröhlich. Im Anflug auf Raumschiff Mario mit einem großen Stern. Und das Weltentor wird sich öffnen. Waka waka waka. It's time for Sternentor. Yay, ein Weltentor wurde geöffnet. Und da steht Mario da und fühlt sich ganz großartig. 37 Sterne, 19 Kometenmünzen, 51 Sternteile, 585 Münzen. Das ist der Status von unserem kleinen dicken Klempner. Eine vortreffliche Leistung, das war bereits dein unser dritter großer Stern. Nun gut, wir wissen sicher, dass dieser Unhold immer noch irgendwo dort draußen Unwissen treibt. Lasst uns also nächsten Weltschiff bauen, Steuermann. Also schippern wir zur nächsten Welt, würde ich mal sagen, ne? Heroische Musik, während wir den riesen Mario-Kopf durch das Portal fliegen mit Gay Pride Hadoken-Antrieb. Und das ist Welt 4. Wow, das ist ein riesengroßer Kopf. Und es ist immer voll retro raus, die erste Welt da. Die ist ja cool. Wir sind wirklich schon weit gekommen. Ja, ja. Oh, jetzt haben wir noch so ein bisschen Zeit. Und wisst ihr was? Dann werde ich mich das nochmal kurz opfern. Und werde hier hingehen und diesen einen Kometen da probieren. Den hier. Den Schabernack-Kometen mit diesen, mit den Stachis töten. Ich habe jetzt weniger Lag in der Steuerung, oder ich habe keinen Lag mehr, weil ich eben jetzt am ganzen Mal über die PVR aufnehme, nicht mehr über die TV-Karte. Also werden wir das jetzt versuchen. Und wir werden es schaffen. Wir werden diesen blöden Schabernack-Kometen in seine Schranken weisen. Let's go, okay. Ich werde das schaffen, werde das schaffen, werde das schaffen, werde das schaffen, werde das schaffen. Habe ich dem einen verpasst? Habe ich ihm einen verpasst da unten? Ich hoffe nicht. Oh Gott, habe ich unten einen... Ich habe, glaube ich, einen Gegner stehen lassen. Ich habe einen Gegner stehen lassen. Egal, ich mache mal kurz nur die hier Blatt und schaue, wie es zeitlich hinkommt. Ich glaube, das läuft ganz gut so. Hallo? Oh, das war das, was mich zerstört. Man kommt dann nicht gescheit hoch. Aber die Zeit sieht wesentlich besser aus als alle letzten Male, wenn ich das hier gemacht habe. Es hätte sogar reichen können, wenn ich den, wenn ich da nicht wieder ein paar verpasst hätte. Regenbogen-Mario ist so unglaublich schwer zu steuern. Er rennt halt wie eine gesenkte Sau durch die Gegend und, oh, es reicht nicht. Wie schade, aber das werde ich jetzt nochmal versuchen. Ich habe zwar gesagt, ich werde mich von diesen Dingen, ich werde diese Dinger hier nicht durchziehen, aber jetzt hat es meinen Kampfgeist nochmal geweckt und, wenn ich jetzt in absoluter Aggressivität ende, kann ich wesentlich einfach einen Cut machen und wir... Jetzt beim nächsten Mal wieder, ne? Also, rennen wir hier random Stachis um, während wir bunt leuchten.
Ja, das sieht doch ganz gut aus, was wir da tun. Komm, wir kriegen noch zwei. Ja, na also, super Sache. So, und jetzt mache ich nicht den in der Mitte, weil der ist relativ einfach. Ich mache lieber die hier. Ah, komm. Fliehen ist keine Chance. Fliehen ist keine Option für euch. Ich kriege euch auch so. Und eure kleinen behinderten Brüder auch. Aha. So, jetzt muss ich den hier mitnehmen, sonst wird's kritisch. Oh, war ich noch drei Stück in 9 Sekunden. Oh, ja, ich schaffe es. Oh, ich hab's geschafft. Ich bin so happy. Ich bin so happy. Happy. Yeah. Ha, und zack. Nehmen wir den mit. Da, Kometenstern. Ah, super. Das hat mir jetzt das Abenteuer versüßt. So, mit diesen grandiosen Bildern. Yeah, die Galaxie ist komplett. Bewegen wir uns jetzt hier drauf. Und machen einen Schnitt. Und damit ihr nochmal seht, was euch beim nächsten Mal erwartet, rufe ich schon mal die Weltkarte von Welt 4 auf. So. Also, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, das hier wird ein Riesenspaß. Das ist die Giga-Gumba-Galaxie. Das klingt toll. Bis gleich, oder in dem Fall, bis nicht bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Es dauert noch ein bisschen, bis ihr wieder was gucken könnt. Ha? Bis dann. Bye, bye.